Nee, ich halte mal mit fest hier, nicht, dass ihr da noch Kopeister geht. Einen Meter musst du noch, Wilhelm. Du musst hier quer stehen. Hier reinhaken oder wo? Ah ja. Muss noch ein bisschen. Kannst. Jo. Noch ein bisschen. Gut aus. Jawohl. Der niedersächsische Jäger und Teppe und Schwäen sind heute wieder objacht, denn wir wollen was machen? Wir wollen die Deiche schützen, die angegriffen werden von den Neozonen namens Nutria, also von den kleinen Nagern aus Südamerika, die hier ihre Dämme bauen und den Deichschutz gefährden. Der Wasser- und Bodenverband hat uns um Hilfe gebeten, die Landwirte natürlich auch. Und heute gehen wir auf hohe See, nämlich hier auf diesen Fluss, einen Nebenfluss der Elbe, und werden hier versuchen, Nutria zu jagen, direkt vom Boot aus. Vorangeschoben noch mal eben, wir machen das so zum ersten Mal. Es kann alles passieren. Ihr dürft gespannt sein. So, seid ihr soweit? Ja, nass am Hintern. So, dann bleibt man's heil. Bleibt man's heil. Tausend Dank erst, ne? Lass den Biber heile. Falls wir nicht klarkommen, müsst ihr kommen, uns retten. Kim und Korn immer nach vorn. Alles klar, Skip. Möchtest du meine Wärmebildkamera haben? Brauchst du die nicht? Dass die Leihweise zur Verfügung stehen. Ist an. Hier ist vorhin einer rübergeschwommen in das Zeug rein, aber dann siehst du natürlich nicht mehr. Das Gute ist ja, so wie wir das jetzt machen, dass wenn die im Uferbereich sitzen, dass du immer perfekten Kugelfang hast. Ne? Ja. Nur aufs Wasser schießen ist nicht so der perfekte Kugelfang. Nee. Entschleunigt aber auch, ne? Das ist ein Traum. Ist wirklich, ist doch geil. Hast du Kilo Bravo mit? Kilo Bravo? Kiste Bier? Nur leere. Thank you.
brutaler Aal. Dem Kaliber kennst du dich ja auch. Mal da, die Ausstiege da. Da sieht man ganz deutlich, dass hier ordentlich Betrieb ist, ne? Ist das nicht eine herrliche Ruhe hier? Außer wenn Bernd seinen Reißverschluss gerade wieder zumacht. Und so, nix. Deep inside the forest. Könnte es auch so ein Gondolieren-Schipper in Venedig sein. Ja. Wird ja auch gut stehen. Oder ein Capri-Fischer. Da sind auch einige Ein- und Ausläufe. Ja. Wo es Stiege. Bene, meinst du, die sind hier unter den Weidenbüschen? Ich glaube, wir sind noch ein bisschen früh dran. Du bist ja meistens zu früh. Du bist ein Spinner. Danke, dass du so sachlich bleibst. Genau. No. Sehen Sie? Sie sehen nichts? Wie Sie sehen Sie nichts. Und da soll noch einmal sein, der Herbst hätte nicht auch noch so eine schöne Tage. So true. Aber es müsste doch hier sich mal irgendwas blicken lassen. Hier ist aber gar keine Ente oder sowas zu sehen. Nicht mal eine Nilgans. Ich lege mich noch mal ein bisschen in die Riemen.
Da vorne ist auch noch einer. Ich sag doch, hier wird's interessant. Hier lassen wir uns auch noch treiben. Warum hast du nicht geschossen? Weil da bei mir genau der Ast davor war. Da war genau der Ast vor. Ja, Christian, das hat jetzt wahrscheinlich zwei Gründe, dass wir bisher noch nicht erfolgreich waren. Ich meine, wir haben ja welche gesehen, aber wir sind ja dafür bekannt, keine Kunstschüsse zu fabrizieren. Ja, du hattest auch ein bisschen Mangel, hattest du schon, was Falsches zu machen. Ein bisschen manchmal. Ja, das eine war ein Biber, da hätten wir Reichweite gekriegt mit dem Film. Anyway, ich glaube, wir haben das ja noch nicht so lange, das Revier, dass auf der einen Seite in der Zeit, in der wir schon jetzt knapp 40 Stück geschossen haben, dass es einfach weniger werden. Und zweitens, die vielleicht auch ein bisschen cleverer werden. Oder was meinst du? Naja, und ich sag mal, wenn du jetzt hier so einen Stahlkahn hast und du paddelst damit hier runter, das ist ja auch nicht gerade so unauffällig. Nein. Oder? Nein. Die Frage ist ja immer, woran hat sie gelegen? Hat sie gelegen? Das ist immer. Wir hatten uns so danach gesehnt, einmal hier diesen Fluss mit dem Boot zu befahren und dabei ordentlich Strecke zu machen. Wir haben viel gesehen. Ja. Und es war Hunderte von Kreaturen haben wir gesehen. Das stimmt. Gänse, ein Nutria. Eisvogel. Eisvogel auch, ja. Ja. Rotmilan. Meister Bockert. Tauben. Reh. War einiges unterwegs. Es war spannend. Aber wir haben nichts geschossen. Wir haben nicht einen Schuss abgegeben. Das wollen wir jetzt noch machen. Wir haben nämlich gesehen, dass die Gänse runtergekommen sind und wir haben noch ein, zwei Teiche, die wir hinsichtlich der Nutria noch abklappern wollen. Aber hier heute auf unserer Flusskreuzfahrt mit Waffen gab es in unserem Kanonenboot nichts zu ernten. Nächstes Mal machen wir die Tour wieder. Allerdings tauschen wir dann
die Büchsen gegen zwei Kisten Bier aus und dann haben wir, glaube ich, auch genauso viel Spaß. Genau. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr es kommentiert. Jagen ist nicht immer nur Tiere totschießen, das wissen die Jäger besser als alle anderen. Und deswegen ist es wahrscheinlich für euch trotzdem wieder sehenswert gewesen. Hoffentlich zumindest. Kommentiert, liked es. Und zum Thema Nutria haben wir auch einen Audio-Podcast, den ihr euch gerne nochmal anhören könnt. Dann erzählen wir euch alles um die Nutrias, was wir wissen. So viel ist das nicht, aber es lohnt sich trotzdem. Horrido! Jo! Wind und Wolken rufen auch nach hinaus. Und jetzt alle! Dein Zuhause ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne. Über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist dein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. Und nur ihnen bist du treu, dein Leben lang. Oh, schon wieder da. Ganzer Schof.